Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinem Büchermonat Februar. Ja, wir werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit und ihr erfahrt, was ich gelesen habe und wie ich es fand. Ich habe insgesamt 6 Bücher gelesen. Ich habe ein Hörbuch angefangen, das ich aber dann wirklich erst in den März schieben werde sozusagen. Also ja, weil ich es eben wirklich nur zu einem geringen Anteil im Februar geschafft habe. Ich habe insgesamt 3172 Seiten gelesen, was einem Tagesdurchschnitt von 122 Seiten entspricht. Absolut okay, absolut im Rahmen. Jetzt werdet ihr euch fragen, nur 6 Bücher? Ja, nur 6 Bücher, davon aber eins mit 969 Seiten. Ja, das ist auch eins der Monatshighlights. Das war A Clash of Kings. Der zweite Teil der The Song of Ice and Fire Saga, also Game of Thrones, der zweite Teil, was ja im Deutschen dem dritten und vierten Teil entspricht. Das heißt im Grunde, wenn ich es im Deutschen rechnen würde, könnte ich mir 2 Bücher hinschreiben, aber an der Seitenzahl würde sich nicht viel verändern. Deswegen ist es für mich ein Buch. Und ein weiteres Monatshighlight ist auch noch dabei. Das seht ihr jetzt aber in dem Clips, beziehungsweise werde ich da am Ende noch eingehen. Wünsche euch jetzt viel Spaß mit den einzelnen Clips und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem Video. Das erste Buch im Februar ist ein E-Book von Julia Adrian und zwar Die 13. Fee. Erschienen im Drachenmond Verlag, habe ich als E-Book gelesen für 3,99 Euro. Und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden durch die liebe Diana von Madame Book und der lieben Paddy, beide Kanäle in der Infobox. Und habe es zusammen mit der lieben Miriam gelesen von MJ Liest, auch ihr Kanal in der Infobox. Und sie hatte mich angeschrieben, hey, sag mal, ich habe so viel Gutes gehört, wollen wir das nicht zusammen lesen? Und E-Book kostet 3,99 € und da haben wir beide zugegriffen und haben gemeinsam so ziemlich gut gelesen. Und ja, die 13. Fee, man merkt schon, es klingt ein wenig märchenhaft. Und so sind wir auch. Wir sind mitten dabei, als das Dornröschen von einem Prinzen geweckt wird. Allerdings ist es dann gar nicht so romantisch, wie wir uns das im Märchen vorstellen, denn auf einmal ist da ein Hexenjäger. Und der Hexenjäger klärt unser Dornröschen auf, dass sie die 13. Fee ist, die Königin der Hexen und im Grunde 1000 Jahre geschlafen hat. Und wir gehen jetzt im Grunde auf die Jagd der anderen Hexen. Das sind die Schwestern von Lilith, unserer 13. Fee, die Protagonistin in der Geschichte. Und wir treffen auf die unterschiedlichsten Hexen. Sehr besonders ist einmal, dass es sich alles ein bisschen märchenhaft entwickelt. Also auch die 13. Fee Lilith wird im Grunde beschrieben wie Schneewittchen. Wir haben eine Eiskönigin, wir haben Meerjungfrauen. Und das ist so ein bisschen märchenhaft erzählt. Wir treffen auf Gretel und ihrem Hans und sehr schön. Man kann da gar nicht so viel zu der Handlung erzählen, denn es sind knapp nur 200 Seiten, die sich im Nu haben weglesen lassen. Also es war ein sehr schneller Stil, er war sehr modern, er war sehr poetisch und unglaublich märchenhaft. Also es war wirklich so ein modernes Märchen, was sich aber angefühlt hat für mich beim Lesen, wie wenn ich eben nochmal klein bin und ein Märchen erzählt bekomme. Da hat doch auch alles so ein bisschen außergewöhnlich geklungen und so war es in der Geschichte auch. Es ging leider unglaublich schnell. Also ich fand wirklich, es sind so viele Dinge in dieser kurzen Geschichte erzählt und man ist von einem ins andere und man hatte gar keine Zeit, das irgendwie so ein bisschen aufzunehmen, zu verarbeiten und man musste auch zwischendrin immer mal so, hat so ein bisschen geholpert, weil man dachte, was habe ich jetzt irgendwas verpasst? Das fand ich leider nicht ganz so gelungen, weil mir es persönlich einfach viel zu schnell ging. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist das so ein leichter, leidenschaftlicher, erotischer Anteil drin ist. Erotisch klingt jetzt so extrem ernst, aber die beiden haben eine extreme Anziehungskraft manchmal, also der Hexenjäger und die 13. Fee. Und das ging mir auch viel zu schnell. Also die haben sich irgendwie gesehen, liefen los und schwupps fielen sie übereinander her. Und das hat sich mittendrin immer mal wieder wiederholt. Und ich hatte so den Eindruck, wie wenn es so gezwungen war, also wie wenn man es einfach nur eingebaut hat,
weil man das eben irgendwie noch haben wollte. Es hat aber eigentlich gar nicht zu der märchenhaften Geschichte für mich persönlich gepasst und es war für mich auch gar nicht notwendig. Und was mich einfach an der Konstellation noch so gestört hat, ist, dass sich beide eigentlich ständig erzählen, wie sie sich hassen und dass er sie ja dann am Ende auch jagen wird und töten wird und sie ist irgendwie auf der Spur nach Rache und eigentlich mögen sich beide nicht und hauen sich ständig Sachen an den Kopf und sie ist ständig fragend, was wird er tun und dann fallen sie übereinander her und werfen sich leidenschaftliche Blicke zu und das ist so, wenn ich denke, wenn ich weiß, der Kerl will mich umbringen, dann gehe ich nicht mit dem in die Kiste. Also ich fand, das war mir zu konstruiert, das war zu unecht, das hat gar nicht in die Geschichte für mich gepasst, daher ist es für mich nicht eine top gelungene Geschichte, weil das eben einfach so, wo ich immer so dachte, nee. Ich weiß nicht, ob man das Erotische sozusagen ein bisschen reinbringen wollte, weil es halt jetzt irgendwie so modern ist. Das weiß ich nicht. Ich hätte es sogar schöner gefunden, wenn man das weggelassen hätte oder es langsamer hätte angehen lassen. Also ich wollte da vielleicht dann, wenn überhaupt, ein bisschen mehr Gefühl und nicht so, hallo, hier bin ich und jetzt geht's los. Also ja, es war eine gute Geschichte. Mir hat wirklich der Sprachstil sehr, sehr gut gefallen. Dieses poetische, märchenhafte, aber es war leider halt wirklich viel, viel zu schnell. Und dann eben auch diese Komponente, die an mich immer mal so ein bisschen, wo ich dachte, ach, das hätte es nicht gebraucht. Also, aber ich denke, für die 200 Seiten ging es relativ schnell zum Durchlesen. Es hat schon Lesespaß gebracht. Ich hätte mir halt ein bisschen mehr erwartet und ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch, weil so zwei liebe Booktuberinnen so davon geschwärmt haben. Und dann will man ja, dass es einem gefällt. Aber ja, für alle, die natürlich sowas einfach gerne lesen und eben vielleicht auch so ein kurzes Buch einfach mal lesen wollen, bei 200 Seiten hat man relativ schnell gelesen. Für die, das ist wirklich ein wunderschön geschriebenes Buch. Also von der Sprache her sehr, sehr gelungen. Und ja, und aus dem Drachenmond Verlag mit einem wunderschönen Cover, wie ich finde. Ja, das muss man mal so lobend erwähnen. Und ja. Die Traumknüpfer von Caroline Wahl sind das nächste Buch im Februar. Erschienen im Heine Verlag mit etwas über 700 Seiten und einem Preis von 13,99 € ist es bei mir dank der Lovely Books Leserunde eingezogen. Und allein dieses schöne Cover, ja, an dem erkennt man schon, dass es sich um High Fantasy handeln wird. Und so ist es auch. Wir leben in einer Welt der Jahreszeiten. Das heißt, jede Jahreszeit hat ein Königreich, einen König oder eine Königin. Und wir haben eine Göttinnen- und Götterwelt, die im Grunde ein bisschen übergeordnet ist. Und haben hier auch Nachfahren der Götter, die von den anderen normalen Menschen so ein bisschen verachtet werden, weil sie eben auch etwas Besonderes können. Sie können zum Beispiel aus Träume Stärke ziehen, sie können mit ihrem Gesang Gedanken verändern oder sie können eben auch an unterschiedliche Orte und Welten ziehen. Alles ist gestrickt und umwoben eines Traumes einer Göttin Odina, die eben durch ihre Traumknüpferei die Welt, die Reiche zusammenhält. Und das erklärt auch schon den Titel und wie diese Welt im ganz kurzen sozusagen aufgebaut ist. Und Kanael und Navia, die beiden Protagonistinnen aus dem Buch, die wir im Grunde auch begleiten, haben die Aufgabe durch einen Traum erhalten, dass sie Odina eben beschützen müssen und den Traum beschützen müssen, da eben sonst das Reich ja im Grunde verloren ist und das verlorene Volk, die Nachfolge der Götter, eben ja ganz herbe Verluste hernehmen müssen, denn die werden gejagt und getötet. Wir haben also auch zwei Geschichtsstränge. Und gerade der Geschichtsstrang von Kanael, dem Sohn des Königs, der auch zum verlorenen Volk gehört, fand ich bombastisch gut. Ich mochte ihn, ich mochte seine Geschichte, ich mochte auch das Ende, wie es für ihn aufgeschrieben wurde. Ich fand es wirklich spannend, packend, lebendig, toll. Auch die Geschichte von Navia fand ich sehr gelungen, wenn mir da auch das Ende nicht ganz so gut gefallen hat. Alles in allem ein High-Fantasy-Roman, wie man ihn wirklich nur lieben kann. Es war packend, spannend, lebendig. Es hatte den nötigen Hauch, ein bisschen an Gewalt, an Intrigen, an Gemeinheit, an Überraschung, dass sich Charaktere eben auch verändert. Ein Charakter, den man gerade noch mochte, der dann eben böse wurde oder auch umgekehrt. Es waren Wendungen dabei, die einen total überrascht haben, die einen auch mal so aufatmen haben lassen. Es gab berührende Momente, in denen tatsächlich das ein oder andere Tränchen gekullert ist und ich das wirklich
wirklich mich einfach berührt hat. Man konnte auch mal lachen und ich fand eben diese Idee der Traumknüpferei und diese Idee mit in diesen Traum ist alles gewoben und mit diesem verlorenen Volk, die das auch gekennzeichnet ist, das sich erkennt, fand ich einfach toll. Die Idee war wirklich mehr als genial. Es ist toll umgesetzt, es hat eine tolle Sprache. Anfangs noch ein bisschen irritierend, weil so viele neumodische Wörter mit drin waren, ist es mir dann aber nicht mehr negativ aufgefallen, sodass ich denke, entweder war es weg oder ich habe mich dran gewöhnt. Und es war einfach so lebendig und so echt. Und es gab wunderbare Momente, wunderbare Redewendungen. Und ich fand es eben auch toll, dass man so hoffnungsvoll und mit Freude eben auf diese Reisen gegangen ist und dann eben, was so viele Dinge passiert sind. Ein ganz, ganz tolles Buch. Auch die Leserunde hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich kann wirklich diesen High-Fantasy-Roman absolut empfehlen. Und man sollte, wenn einem der Anfang so ein bisschen schwerfällt, auf jeden Fall dranbleiben, denn man wird da absolut belohnt und bekommt ein wunderbares Ende. Und es ist eben auch schön, es ist eben auch mal ein Einzelband. Es hätte zwar, denke ich, auf jeden Fall Potenzial, weitererzählt zu werden, aber es ist erstmal in sich abgeschlossen und auch das Ende hat jetzt nicht irgendwas Offenes, sondern es ist das Ende einer Geschichte und ich fand es toll. Also das hat Caroline Wahl für ihren Debütroman absolut super gemacht. Ich bin absolut begeistert, mir hat es sehr gefallen und ich bin durch diese Seiten wirklich einfach nur durchgeflogen, als wenn überhaupt nichts anderes mehr da war. Also 100 Seiten waren im Nu weg und das spricht absolut für ein Buch und eben auch für dieses Buch. Und weiter geht es mit Zorn und Morgenröte von René Adi. Ein Buch, das im One Verlag erschienen ist und mir auch von diesen liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wurde. Das Buch hat knapp 400 Seiten und hat mich sehr angesprochen durch die Geschichte, die sehr orientalisch klang. Spannend. Und ich wollte so ein bisschen leichtes Intrigenspiel. Zudem hat es natürlich ein sehr, sehr schönes Cover, das direkt auch schon so ein bisschen orientalisch angehaucht einen dazu einlädt zu lesen. Die Story ist relativ schnell erzählt, zumindest das, was ich spoilerfrei erzählen kann. Und zwar haben wir hier einen Kalifen, der noch relativ jung ist, 18, 19, 20 Jahre alt und sehr früh an die Macht gekommen ist. Und er lässt vor der Morgenröte seine Braut töten. Und das macht er schon einige Male. Und zuletzt war da die beste Freundin von Scharzad, unserer Protagonistin, dabei. Er hat ihre beste Freundin umgebracht und sie meldet sich freiwillig, weil sie sich an ihm rächen möchte. Und möchte ihn aber auch so ein bisschen herausfordernd sozusagen mehr über ihn erfahren, was seine Beweggründe für die tote Freundin und die toten Mädchen, Frauen, Bräute sozusagen ist. Und sie beginnt das ganz geschickt mit Erzählungen und Geschichten, die sie ihn abends erzählt, wenn er zu ihr aufs Zimmer kommt und packt ihn sozusagen die Neugier und er lässt sie eine Nacht länger leben. Und das passiert einige Nächte sozusagen, das kann ich schon verraten. Doch dann passiert etwas, mit was ich persönlich gar nicht gerechnet habe. Sie vergisst ein wenig ihren Rachefeldzug und liebt den Kalifen und verliebt sich in ihn und hat ein Ziel, er soll sie auch lieben. Und das alles in wunderschöner orientalischer Atmosphäre. Hier möchte ich wirklich sagen, mir haben die Orte gefallen, mir hat dieser Orient gefallen, dieses Exotische, dieses Ausgefallene, diese auch sehr ausgefallenen Namen. Ich fand es toll, dass wir auch so einen Einblick in die Wortgewalt des Arabischen bekommen haben, dass man eben auch Wörter verwendet hat, die man eben so umgangssprachlich dort verwendet. Da gibt es dieses Effendim, das sozusagen einfach ein bisschen den Menschen hebt in der Würde sozusagen. Es ist auch hinten ein Glossar enthalten, was das im Grunde beschreibt, auch wie sie sich gegenseitig nennen. Also der Kalif wird zum Beispiel auch Sayyidi genannt, ganz ehrenvoll. Oder es gibt so unterschiedlichste Bezeichnungen, auch wie er sie manchmal nennt. Ich mochte auch unsere Scharzad, bis sie anfing, ihre Rache zu vergessen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass es hier tatsächlich darum geht, dass wir uns in diesen bösen Kalifen verlieben. Ich habe Intrigen, Machtspiele, irgendwie so vorgetäuschte Liebe erwartet, um ihn dann eben schmerzhaft zu zeigen, wer er ist und wer sie ist.
Und als dann auch noch der gute Freund und erster Freund wohl von Charizard auftaucht, Tarik, dachte ich, jetzt wird es spannend und jetzt sind wir da ein bisschen eingebunden. Dass das Ganze irgendwie auf eine Dreiecksgeschichte hinausläuft, irgendwie. Und ja, also sie ja auch mit sich selbst irgendwie so ringt und auch der Kalif sich irgendwie so nicht einig ist, was er will, damit habe ich nicht gerechnet. Und dass das so einen Großteil der Geschichte einnimmt, leider auch nicht. Und das war etwas für mich, wo ich einfach nur kopfschüttelnd davor saß und dachte, ach nee, jetzt verlieben wir uns auch noch in den Typen, der schon irgendwie, keine Ahnung, 80 Frauen auf den Gewissen hat. Muss das jetzt wirklich sein? Und ja, es musste tatsächlich sein. Und es ist jetzt leider wirklich so für mich, dass ich sage, okay, das Setting war toll. Ich fand das wirklich mal etwas Besonderes und anders. Und vielleicht war meine Erwartungshaltung zu hoch. Oder vielleicht bin ich auch einfach schon aus dem Alter für solche Geschichten raus. Vielleicht ist das wirklich einfach ein Jugendbuch. Und als solches muss man es vielleicht auch nehmen. Und da ist eben dieses, ich verliebe mich in den Bad Boy, vielleicht einfach so, wie es ist. Und vielleicht habe ich durch meinen Hang zu Game of Thrones ganz aktuell einfach etwas anderes erwartet. Ich habe hier wirklich, ja, Machtkampf, Intrige, böse Spielereien, Spione, sowas habe ich erwartet und ich habe nichts davon gekriegt. Das Einzige, was mich wirklich begeistert hat, war wirklich dieses Nahe an dieses Arabische, an den Orient, dass man so das Gefühl hatte, man ist wie so in Tausend und einer Nacht und gleich kommt Aladdin mit der Wunderlampe. Es gibt auch Fantasy-Elemente hier in diesem Buch, die kommen aber erst gegen Ende. Ich gehe davon aus, dass sie im zweiten ausgebaut werden und man musste sich ja auch was für das zweite Buch aufheben. Ich glaube nicht, dass das zweite Buch bei mir einziehen wird, weil ich einfach nicht länger diese, auch Charizard eigentlich mit ihrem Hin und Her und ach, ich will, dass er mich liebt. Vorhin wollte sie noch, dass er stirbt. Da bin ich irgendwie raus. Das ist leider nicht meins. Ich glaube, dass, wie gesagt, es wirklich für Jugendliche, die sowas gerne lesen und die das gerne haben, dass der Bad Boy sich dann vielleicht verändert oder was auch immer. Oder ja, das mag alles sein und stimmen. Meine Welt war es leider nicht ganz. Es war gut und mir, also dieses Orientalische bringt wirklich so, dass es ein gutes Buch wurde. Und über Charizard sehe ich einfach so ein bisschen hinweg und sage, okay, sie weiß es halt nicht besser. Ja, also tolles Cover. Vielen Dank, dass ich es lesen durfte. Wenn es auch jetzt nicht zu irgendeinem Highlight wurde, es war ein gutes Buch. Und wer damit vielleicht einfach was anfangen kann, der sollte hier einfach zugreifen. Es muss wohl an dir liegen, von Myra McFarlane, erschienen im Knauer Verlag. Kostet die broschierte Ausgabe 10,99 und hat knapp etwas um die 500 Seiten. Es ist das dritte Buch der Autorin und ich habe auch die beiden vorangegangenen Bücher von ihr gelesen und war dementsprechend natürlich sehr gespannt, was sie uns in dieser Geschichte erzählen möchte. Und sie erzählt uns die Geschichte von Delia, einer Frau Anfang 30, ist seit 10 Jahren mit ihrem Freund zusammen und sie macht ihn an ihrem 10-jährigen Jubiläumstag einen Heiratsantrag. Ja, sie ist da sehr unkonventionell, weil sie weiß ja mehr oder weniger, was sie möchte und möchte da eben nicht drauf warten, dass er ihr den Antrag macht, sondern ist da eben selbst ist die Frau. Allerdings merkt sie recht schnell, dass er da gar nicht so begeistert ist und erhält dann auch noch eine SMS von ihm, während er auf dem Klo ist, die ja augenscheinlich nicht für sie ist, sondern für seine Geliebte. Und somit nimmt das Chaos seinen Lauf, denn Paul, ihr ja verlobter Freund oder jetzt Ex-Freund, ja gesteht eine Affäre. Und Delia zieht sich zurück zu ihrer Freundin Emma nach London, verliert vorhergehend auch noch ihren Job, beginnt dort mehr oder weniger ein neues Leben in einer Firma, die nicht ganz so mit koscheren Dingen arbeitet. Oder mit den Methoden zumindest, die nicht ganz koscher sind. Und ja, trifft da auch noch auf den ein oder anderen Mann und wird auch noch Opfer eines Erpressungsversuchs. Die Geschichte ließ sich sehr leicht und luftig lesen. Ich mochte auch Delia zeitweise sehr gerne. Sie war mir nur ab der Mitte etwas zu unschlüssig. Mir war es in ihrem Kopf zu viel hin und her, zu viele Entscheidungen, die sie irgendwie treffen wollte, konnte, sollte, es aber irgendwie nie richtig durchdachte. Ich mochte die, ja, wirklich diese Lebendigkeit der Geschichte, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man war so in der Geschichte drin, als würde man mit Delia einen Kaffee trinken, als würde man Teil von ihrem Leben sein, als würde man das miterleben. Und sie war auch sehr sympathisch. Also man konnte auch ihren Wirrwarr schon teilweise nachvollziehen. Mir war es aber gerade, was dann so das mit Paul anging und auch mit dem neuen Mann, mir war es zu viel hin und her. Für mich
ist es einfach ein Charakterzug, den ich selbst halt gar nicht habe. Ich, wenn mich für etwas entscheide, dann ist es so. Und auch wenn es falsch war, dann okay, war es so. Gibt Schlimmeres, meistens zumindest. Und dieses heute Hü, morgen Hot, fand ich persönlich nicht so. Ja, es hat mich ein bisschen genervt. Es nervt mich auch bei Freundinnen im echten Leben. Es hat mich auch bei Deja ein bisschen genervt. Auch war es mir ein bisschen zu wenig Drama. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, denn schließlich waren die 10 Jahre zusammen und er hat eine Affäre und irgendwie ging das dann so unter und man wusste irgendwie mittendrin teilweise gar nicht mehr, wissen die eigentlich, warum sie sich getrennt haben. Also das war so ein bisschen verwirrend. Mir hat aber wirklich auch Emma sehr gut gefallen. Das ist die beste Freundin aus London. Die war super sympathisch, super lustig, super echt, total umgestellt, authentisch. Und das war wirklich so eine besondere Freundin, besondere Passagen. Und da hat mir auch Delia sehr, sehr gut gefallen. Auch gegen Ende hin fand ich dann die Geschichte wieder sehr rund. Und da hat es dann wieder gestimmt. Und auch das Gefühl war da. Es hätte aber wirklich mehr Gefühl sein können. Und das ist auch das, was die liebe Miriam von MJ liest, mit der ich zusammen das Buch auch gelesen habe, so ein bisschen gesagt hat, es war ihr ein bisschen zu ungefühlvoll, zu unkitschig. Und das hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr gewünscht, aber eben weniger Drama. Also da möchte ich definitiv unterscheiden, weil dieses ständige Hin und Her hat mir das Lesen so ein bisschen weniger Spaß gemacht. Man ist aber relativ schnell durch das Buch durchgekommen. Es war wirklich eine schnell gelesene Geschichte und man hatte Spaß daran. Es ist aber keine Geschichte, die einem dauerhaft im Kopf bleibt, die einen tief berührt hat, mitgenommen hat und über die man vielleicht noch in einem halben Jahr wüsste, wie ist das so passiert. Das ist ein bisschen schade, aber es muss eben auch einfach nur gute Bücher geben, die einen eben gut unterhalten. Und dazu gehört auf jeden Fall das Buch aus dem Knauer Verlag. Schlafen ist gut und Bücher sind noch besser. Ein Zitat von Tyrion aus A Clash of Kings. Ja, so ist es. Ich habe den 2. Band der Das Lied von Eis und Feuer Saga gelesen. Natürlich im englischen Original. Ich habe ja den 5er-Schuber der englischen Bücher da. Es handelt sich ja bei dem 2. Buch im Englisch um den 3. und 4. Teil im Deutschen. Der Thron der 7 Königreiche und die Saat des goldenen Löwen. Sozusagen 2 Bücher in einem verschlungen die letzten Tage. Es ist einfach eine Geschichte, die mich packt, die mich fesselt, die mich begeistert, die mich in die Untiefen des menschlichen Charakters bringt, in die Wunderbarkeit der Menschen, in die Treue der Menschen, aber natürlich auch wirklich in die Abgründe, in die Bösartigkeit, in die Intrigenwelt, wie es in keinem anderen Buch so genial festgeschrieben wurde. George R. R. Martin schafft es, Charaktere zu erschaffen, die Tiefgang haben, die eben nicht so 0815 sind, sondern die wirklich besonders sind und irgendwie aus dem Leben gegriffen sind. Dazu hat er eine wunderbare, wunderbare mittelalterliche Welt geschaffen, die einen Hauch Magie haben, wenn es zum Beispiel um Drachen geht, wenn es um die Jahreszeiten selbst geht oder dann eben, wenn auch noch so eine rote Priesterin auftaucht, zachend eines roten Kometen, dem hier drin viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, als es in der Serie zum Beispiel der Fall war. Es geht hier nahtlos an der ersten Geschichte sozusagen weiter. Wir befinden uns mitten im Krieg um den eisernen Thron in Königsmund und haben hier die unterschiedlichen Schachfiguren, die gesetzt wurden sozusagen. Wir haben 4 Könige, glaube ich, aktuell, plus eine, die rechtmäßig sich dem Thron eigentlich zuwidmen könnte, aber viel zu weit weg ist und überlegen muss, wie sie eben durch die Meerenge kommt und auf, sozusagen Westeros aufsetzen kann. Wir haben wunderbare Charaktere, wir haben wunderbare Erzählstränge, wir haben Tiefen, wir haben Wendungen, wir haben wirklich Charaktere, die von Böse zu Gut wenden, wir haben Böse, wo man denkt, oh, du hast aber eigentlich schon ein gutes Herz. Und wir haben wunderbare Dialoge, wunderbare Beschreibungen von Orten, von Menschen, von Handlungen, von Gedanken. Ich bin einfach begeistert. Ich liebe diese Geschichte, wie sie erschaffen wurde. Ich mag es, was George R. R. Martin hier draus macht, aus seinen Gedanken, wie er die zu Papier bringt. Ich mag auch das amerikanische Englisch. Ich mag diese Direktheit, die verwendet wird. Und so ohne Umschweife kommt er dann eben in den Sätzen zum Punkt. Und dennoch ist alles so wunderbar ausgestaltet, dass man alles bildhaft vor sich hat und es ist einfach perfekt. Ich bin einfach begeistert, ich bin im Fieber, ich bin total angetan und kann auch nicht mehr irgendwie zum 2. Teil sagen, außer dass es mich wieder entführt hat, mitgenommen hat, mitgerissen hat, begeistert hat und ich einfach in voller Begeisterung da drin stecke und eigentlich am liebsten weiterlesen möchte und einfach diese Welt von allen Seiten erkunden möchte und
Ich bin einfach Fan. Ich bin total drin und ich fand auch A Clash of Kings wirklich gelungen und geil. Es ist zu keiner Zeit langweilig, langatmig, uninteressant. Es ist einfach packend, spannend und ich bin einfach dabei. Und es ist auch das Gefühl, man verfolgt hier Menschen einfach auf ihrer Reise. Und ja, auch wenn alles sehr brutal und düster und dunkel ist und man einfach hier sich im Krieg befindet, und man dann nicht tauschen möchte mit einem Charakter und da eintauchen möchte in die echte Welt. Es ist einfach echt und es ist einfach geil. Also mir fehlen da einfach die Worte und auch wenn es viele nicht gerne hören, aber es ist wirklich eine geile Geschichte, ein geiles Buch und ich finde es einfach Hammer. Und dann geht es weiter mit dem neuen Buch von Sophie Jordan, Infernale. Der Start einer Duologie. Es wird 2 Teile geben und der 2. Teil ist zwar auch schon für Sommer 2016 geplant. Erschienen im Löwe Verlag dieses Monat, also im Februar, Mitte Februar, wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und ich habe mich unglaublich auf dieses Buch gefreut, denn ich war ein großer oder bin ein großer Fan der Firelight-Trilogie von Sophie Jordan. Die Geschichte ist in den Grundzügen relativ schnell erklärt. Es gibt Gentests und in diesen Gentests an Menschen hat man festgestellt, dass es ein Mördergen gibt. Das heißt, alle bösen Menschen und gerade Mörder oder Sadisten haben dieses Gen in sich. Und jeder Mensch wird auf dieses Gen getestet. Und aktuell, wie wir in die Geschichte kommen, hat man das Gefühl, dass das noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, dass die Menschen erstmal so weit beobachtet werden. Unter anderem dann eben auch Davy, unsere Protagonistin. Sie ist 16, 17, ist mit ihrer ersten Liebe zusammen, hat eine allerbeste Freundin, eine tolle Familie, ist, ich würde sagen, normal, gut, behütet aufgewachsen. Und ihr Leben ist eigentlich ganz normal. Sie ist hochbegabt, hat schon ein Stipendium für die Juilliard, die ja sogar wir in Deutschland kennen, diese Künstlerschule. Und ja, sie wird auf dieses Mördergen eben positiv getestet und ihr Leben verändert sich von einem Schlag auf den anderen. Ihre Freunde wenden sich ab, ihre Familie verhält sich etwas komisch und sie selbst, ja, verhält sich dann dementsprechend auch komisch, sodass sie an einer Schule landet, die eben mit diesen, ja, im Grunde Infizierten auch arbeitet, beziehungsweise die in einen Raum sperrt, in eine Art Gefängnis und dort trifft sie auf 2 Jungs, denen es geht wie ihr, auf Gil und Sean und sie glaubt eben in den beiden Leute zu erkennen, die sind wie sie, eben nicht böse und sie wollen eigentlich so ein bisschen das Gegenteil dieses Systems darstellen. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt ganz schlimme Zustände, denn auch immer mehr Genträger zeigen im Grunde, was in ihnen steckt, was von ihnen erwartet wird und werden oder sind dann eben aus Absicht böse, kann man so sagen. Und so wird es für alle anderen Genträger unglaublich schwer, ein normales Leben zu führen und es geht so weit, dass eben noch Lager aufgebaut werden und die Hetze auf diese Menschen im Grunde losgeht. Ich bin ein großer Fan von Davy. Ich mochte, wie ihr Charakter dargestellt wurde, wie er gewachsen ist, wie er erwachsener wurde, wie sie mit den Situationen umgegangen ist, wie hilflos ihre Gedanken oftmals waren, wie sie einfach die Welt nicht mehr verstand und sich eigentlich immer wieder eingeredet hat, sie ist nicht so und da muss man sich irren und auch wie sie mit allen anderen umgeht. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr enttäuscht von ihren ursprünglichen Freunden, selbst von der Familie bin ich etwas enttäuscht, weil man nicht das Gefühl hat, dass das schon alles lange bekannt ist und lange erforscht wird, sondern eigentlich gerade so aus dem Boden herausgestampft wird und sich die Leute alle schon abwenden, obwohl man das Gefühl hat, eigentlich ist doch noch gar nichts Schlimmes passiert. Ein super sympathischer Charakter ist auch Sean, eben auch ein Genträger. Und beide versuchen eben in dem anderen auch einfach nicht das zu sehen, was sie sind, sondern eben irgendwie ins Innere zu gucken. Und das macht beide und auch die Geschichte um beiden, die nicht einer Liebesgeschichte gleicht, auch wenn sich die Gedanken der beiden schon, ja, umeinander drehen und vielleicht auch die Handlungen beeinflussen, ist es aber keine kitschige oder extremst übergefühlvolle Liebesgeschichte, sondern sie ist eher so ein bisschen versteckt und im Detail. Ich fand die Geschichte unglaublich spannend, ich fand sie total packend, ich fand sie fesselnd, ich fand das Setting toll, ich mochte die Idee dahinter, dieses etwas kritische da drauf schauen. Was mir aber ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen Rebellion. Also ich erwarte in so einer Art Science-Fiction-Dystopie eigentlich schon, dass im Grunde unser Protagonist oder irgendwie ansatzweise in der Nähe, dass da irgendwie was passiert und man sich gegen das System sträubt. Das hat hier im ersten Teil definitiv ein bisschen gefehlt, das kam ein bisschen kurz.
das fand ich wirklich schade, weil ich denke jetzt, dass die Geschichte eben erst zum zweiten Teil richtig Fahrt aufnimmt. Ich fand aber den ersten wirklich toll. Ich mochte den Stil, ich mochte die Geschwindigkeit, ich mochte die Lebendigkeit in der Geschichte, ich mochte die Zweifel, die Gedanken. Das hat mich alles sehr, sehr gefesselt und auch selbst so zum Nachdenken gebracht. Weil man natürlich sich auch wirklich gerade in Bezug auf diese ganze Gen-Geschichte fragen muss, gibt es das vielleicht schon? Und wenn ja, was könnte da auch missbraucht werden? Was könnte einem unterstellt werden? Was versucht man damit herauszufinden? Diese Fragen, denke ich, werden den einen oder anderen auf jeden Fall beschäftigen. Und mich haben sie durch diese Geschichte wieder so richtig, ja, mich hat es wieder ein bisschen zum Zweifeln gebracht, ob eine Gesellschaft das wirklich verträgt, dass es sowas gibt. Und ich fand dieses Buch wirklich unglaublich gut. Ich hatte viel, viel Spaß mit diesem Buch und ich habe es wirklich in zwei Abenden so in einem Schwupps eigentlich durchgelesen und es hat mich wirklich immer zu diesem Buch gezogen und ich hatte einfach viel, viel Spaß. Und ich habe mir auch eine Stelle markiert, die ich euch vielleicht jetzt einfach kurz nochmal vorlesen möchte. Und zwar sagt das Dr. Wainwright, das ist sozusagen der Erforscher dieses Gens, vor dem amerikanischen Kongress. Träger sind das Krebsgeschwür dieser großen Nation. Und wie bei jeder anderen Krankheit besteht die einzige Überlebensstrategie darin, es mit Gift zu bekämpfen. Und das ist so ein Satz, der mich echt hat mit Gänsehaut ein bisschen zurückgelassen hat, weil er einfach wie die Faust aufs Auge auch zu der Situation, zu diesem Buch irgendwie gepasst hat. Ich fand's toll, ich fand's großartig, absolute Empfehlung und vielen Dank an den Löwe Verlag, dass ich das Buch lesen durfte. Ein abwechslungsreicher Monat. Ich hoffe, das mit den Videoclips gefällt euch nach wie vor. Mir macht das immer sehr viel Spaß beim Aufnehmen, weil eben die Gedanken dazu sehr, sehr frisch zu den Büchern sind. Und man manches vielleicht dann doch nach 3-4 Wochen ein bisschen anders wieder sehen würde oder es ein bisschen nüchterner betrachten würde. Und das macht mir dann auch beim Schneiden einfach viel Spaß, wenn ich jetzt die Videos so einbaue und dann sage, ah, so war das. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, meine zwei Monats-Highlights waren ja definitiv A Clash of Kings. Diese Geschichte rund um Game of Thrones sozusagen. Das ist was, was mich packt, fesselt und es ist schon mehr als eine Sucht, es ist eine Manie. Und ich wirklich ganz, ganz tief in diese Welt eintauche und ja, das einfach eine absolut toll erfundene Welt ist. Also sehr genial, liebe ich sehr. Und dann auch Infernale von Sophie Jordan ist für mich ein Monatshighlight, weil mir diese dystopische Fiction-Geschichte einfach unglaublich gefallen hat. Ich sie packend, spannend und wirklich sehr bewegend und toll fand. Also auch der Gedanke dahinter und dass es einen so zum Nachdenken bringt, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also das sind wirklich meine Highlights. Ein bisschen enttäuscht war ich von Zorn und Morgenröte. Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen rausgehört, dass das eben was ganz anderes war, als ich erwartet habe. Leider. Und ich, ja, ihr habt es gehört, nicht wirklich glücklich bin, wie das so eine Wendung genommen hat. Also es ist nicht... ja, es wird auch nicht von mir weitergelesen, diese Reihe. Also das ist wirklich so, wo ich denke, nee. Also auch so toll das Cover ist und das mit dem Orientalischen, wie schön das war, aber es ist leider nichts. Ja, 122 Seiten im Durchschnitt pro Tag finde ich sehr gut. Liegt natürlich definitiv auch an A Clash of Kings, wie ich finde, weil man da einfach... Ja, wenn man ein dickes Buch hat, dann fällt einem, finde ich, das Weiterlesen immer nicht so schwer oder es fällt auch nicht auf. Man ist so in einer Geschichte drin und ich finde, man muss sich dann nicht neu auf irgendwas einstellen, sondern liest eben immer weiter. Und man muss sagen, Buch mit fast 1000 Seiten sind 2 bis 3 Bücher. Also normal hat ja so ein Buch, ich sage mal 300, 350 Seiten und dementsprechend hätte man hier 3 Geschichten beginnen können oder auch eine dreiteilige Reihe lesen können. Was auch noch so in etwa geht, ich finde auch, wenn man reinliest, das ist mir zum Beispiel, fällt einem bei Harry Potter oder auch der Chroniken der Unterwelt auf, wenn man da mal anfängt, dann geht halt ein Band so in den anderen und dann spürt man gar nicht, dass man 6, 7 Bücher gelesen hat, sondern es ist halt eine große Geschichte. Und so ist es halt eigentlich auch bei den dicken Bänden von der Saga und ich habe ja den 5-teiligen Schuber hier im Englischen und man merkt da einfach, man ist da drin, das ist dann auch mit dem Englisch, man hat am Anfang vielleicht die ersten 20 Seiten noch so ein bisschen Probleme, ist aber dann drin und tut sich dann eigentlich wieder schwer ins Deutsche zu switchen, so ging es dann mir. Also von daher, ja, ich bin absolut begeistert von diesem Monat, es waren ein paar tolle Bücher auf jeden Fall dabei und meine Katze schaut mich schon wieder ganz trollig an, ich weiß gar nicht, was sie will. Was ist mit dir? Ja, bisschen kuscheln. Bisschen kuscheln. So, und das zum Büchermonat. Ja, also ein toller Monat.
Mit der einen oder anderen Ausnahme, aber insgesamt werde ich ihn in guter Erinnerung behalten. Und jetzt ist die Sonne weg. Es ist echt furchtbar, wenn man so mit Tageslicht dreht. Ja, jetzt bewölkt sich's, jetzt wird es gleich wieder regnen. Es ist irgendwie heute Aprilwetter. Aber gut, wir schnurren jetzt gemeinsam weiter. Habt ihr vielleicht eins der Bücher auch im Februar gelesen oder jetzt vor, es im März zu lesen, oder kanntet ihr es schon länger? Welches der Bücher spricht euch am meisten an? Gerne in die Kommentare. Ich lese sowas unglaublich gerne und versuche auch schnell auf eure Kommentare zu antworten, wenn ihr Fragen oder Sonstiges zu den Büchern, zu den Themen habt. Immer her damit. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.